Neid. Also das ging dann so weit, dass ich auch Depressionen bekam irgendwann. Hey, wir sind Marvin und Rune und heute kriegen wir mit dir gemeinsam Neid in den Griff. Darüber haben wir auch mit Nico gesprochen auf unserer Streitkultur in Bayreuth und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Ja, ich bin der Nico, bin 32, bin von Beruf Forstwirt. Ja, und meine Hobbys sind so wandern gehen, spazieren, viel in der Natur. So, damit kann man mich kriegen, ja. Bei mir war es eben so, dass ich früher eine Lernschwäche hatte und ich extrem viel Zeit und Kraft investieren musste, um mehr oder weniger gute Noten zu erzielen. Andere Leute mussten eben viel weniger lernen und hatten mehr Erfolg als ich. Da war ich schon immer ziemlich neidisch, muss ich sagen. Auf wen genau warst du da neidisch? Auf meine Klassenkameraden. So durch die Bank weg, auf alle? Nee, nicht auf alle. Also es gab ja auch Leute, die hatten selbe Probleme wie ich oder ähnliche und die taten sich auch schwer. Aber ich sag mal, drei Viertel von der Klasse hat schon ziemlich gut durchgezogen damals. Wie würdest du denn selber Neid beschreiben? Also was macht Neid aus oder wie fühlt sich das an? Neid. Ja, die Gedanken waren so, dass ich mich schlecht gefühlt habe. Minderwertig auch teilweise dadurch, über die Jahre hinweg. Und gar kein Selbstvertrauen hatte auch irgendwann. Ich dachte mir immer, warum bin ich derjenige, der sich da so schwer tut? Ja? Okay, Nico bringt es ja jetzt hier ziemlich gut auf den Punkt. Neid ist einfach ein extrem negatives Gefühl. Und entsteht dann halt einmal, indem man auf jemanden neidisch ist. Also es ist personenbezogen. Und zweitens dann auch durch irgendwie ein Gefühl des niedrigen Selbstwerts, dass man nicht genug ist in einer Sache oder nicht genug hat. Mhm. Die anderen haben was, was ich auch gern hätte und das habe ich nicht und dadurch fühle ich mich jetzt schlecht. Ja. Worauf genau warst du da neidisch? Ja, auf die Fähigkeiten anderer. Fähigkeiten in dem Sinne, schnell aufnahmefähig zu sein, Dinge schnell zu erlernen, die Konzentration hochzuhalten in dem Moment. Das war für mich eigentlich so die Kernpunkte, ja. War es für dich möglich zu sagen, dann habe ich das halt nicht, ist doch egal. Kam erst mit der Zeit. Also ich musste erst mal lernen, damit umzugehen, dass ich vielleicht nicht so bin wie die anderen Kinder oder Jugendlichen. Solange ich das nicht akzeptiere, dass ich anders da bin, wird sich daran nichts ändern. Und erst mit der Situation, als ich dann gesagt habe, okay, gut, das ist so, ich muss andere Wege finden, um an mein Ziel zu kommen. Genau, da hat es dann funktioniert, ja. Was hat dir denn dabei geholfen, da eine Akzeptanz mitzufinden? Mich auf meine anderen Stärken zu fokussieren. Ich meine, jeder Mensch hat seine individuellen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Und an die habe ich mich dann festgeknüpft. Ja. Was hast du da mit reingeworfen, um dir zu sagen, okay, ja gut, da bin ich aber besser oder da habe ich mehr als die anderen? Ja, das ist eigentlich mein Fleiß eigentlich. Also ich bin schon gewollt zu lernen und was zu machen. Die Willensstärke ist bei mir eigentlich das Ausschlaggebende, woran ich mich immer festhalte oder immer festgehalten habe, auch in schlechten Zeiten. Und das gab mir auf Dauer gesehen viel Kraft, ja. Ja, also so nochmal so die Kernpunkte von Neid oder so die Kerngedanken dabei. Ich nehme einen Unterschied wahr zu irgendwie anderen Personen, die haben irgendwas, was ich nicht habe. Und zwar was mir wichtig wäre, etwas, was ich irgendwie gerne hätte. Und durch diesen Unterschied fühle ich mich dann schlecht oder minderwertig, hast du, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt. Aber hier steckt auch schon ein bisschen drin, was man dagegen machen kann. Genau. Und da ist das eine, was er als erstes genannt hatte, diese flexible Zielanpassung, nämlich dass du sagst, okay, ich suche mir halt einfach ein anderes Ziel. Ich muss nicht jetzt bei Nico dann genauso gut lernen können wie die anderen. Und das nächste, was er dann ja auch noch gesagt hat, was dann auch dazu kommt, ist, die eigenen Stärken zu erkennen, da bin ich vielleicht besser als andere. Und es muss auch gar nicht der direkte Vergleich zu anderen sein. Es kann auch einfach auf sich bezogen sein, zu sehen, okay, das ist das, was mir Spaß macht, das ist das, worin ich gut bin. Und dann kann auch eine Menge des Neids dann wieder verloren gehen. Ja, und diese eigenen Stärken, die können ja einerseits, also sich die klar zu machen, kann ja einerseits dazu dienen, den eigenen Selbstwert zu stärken und zu sehen, ach guck mal, in den Bereichen bin ich ja eigentlich auch ganz gut oder da kann ich irgendwie stolz drauf sein oder so. Und andererseits können die ja auch dazu dienen, andere Wege zu dem Ziel zu finden. Also wenn man jetzt nicht so weit gehen will, wie du gesagt hast, das Ziel anzupassen, sondern wenn man bei dem Ziel bleiben will, dann wie Nico über den Fleiß vielleicht dann noch dahin zu kommen. Und so findet jeder seinen Weg. Oder ihren Weg. Ihr Gender hier. Wieso hast du geglaubt, nicht mit den anderen mithalten zu können?
Weil ich die Fähigkeiten selber nicht hatte, ja. Warum war es wichtig, dass, wenn die anderen das haben, man das auch haben muss? Anerkennung war. Das war der Hauptpunkt, Anerkennung. Und mit den anderen in der Masse zu schwimmen und nicht irgendwie der Außenseiter sein und anders zu sein. Das war auch ein wichtiger Punkt. Hast du dir irgendwann mal sowas gesagt wie, ja gut, die anderen, die spielen halt einfach da in einer anderen Liga? Ja, so kam es dann auch, ja. Da war aber das Schwierige, das Ganze auch mal zu akzeptieren. Es ließ sich ja auch nicht ändern, sage ich mal so. Ich habe zwar versucht, mich anzupassen, aber es fiel mir schwer, ja. Also ging es jetzt bei Nico ja auch gar nicht mehr nur um die Sache selbst, sondern ja auch vielmehr um die soziale Anerkennung, die dahinter steckt. Und dann tritt man natürlich zwangsläufig mit den anderen Schülern in dem Sinne in Konkurrenz. Und dann ist es natürlich auch nochmal besonders schlecht oder schlimm für einen selbst und nicht mit seinem eigenen Selbstwert vielleicht zu vereinbaren, wenn man das Gefühl hat, gar nicht aufschließen zu können, weil man selbst halt nicht genug ist in diesem Sinne. Ja, so wie er es nannte, es ließ sich ja gar nicht ändern. Also eine gewisse Ohnmacht darin. Und da kann es dann helfen, zumindest mal einmal zu hinterfragen, was wir jetzt hier auch gemacht haben. So, ist es überhaupt realistisch und notwendig, dass ich da zu den anderen aufschließe? Oder muss ich vielleicht auch anerkennen, dass die anderen da durch irgendwelche Vorteile, die vielleicht auch einfach schon haben, in einer anderen Liga spielen? Zumindest aktuell, so muss ich da jetzt gerade rankommen. Oder muss ich vielleicht mein Ziel anpassen oder mit mehr Geduld daran gehen und dieses Ziel ein bisschen zurückstellen. Das klingt jetzt alles so pessimistisch, finde ich, wie das sagen. Aber es geht ja eigentlich nur darum, realistisch mit sich selbst zu sein und zu wissen, wo man steht im Leben. Bei mir war es so, dass das Ganze irgendwann ein Ausmaß angenommen hat, das was nicht mehr feierlich war. Also das ging dann so weit, dass ich auch Depressionen bekam, das alles verschlimmert hat. Eben, weil ich mit der Situation nicht umgehen konnte. Ich wusste irgendwie nicht, wie ich mir helfen soll. Und man stellt sich quasi selbst in die Opferrolle, obwohl es echt Blödsinn ist. Aber man hat sich halt damals überhaupt keine Gedanken gemacht. Jetzt, wenn man älter ist, kann man das besser reflektieren, finde ich. Damals war es schwieriger. Was genau kann man da jetzt heute besser reflektieren? Wie man sich damals auch verhalten hat, ja, dass man eben keine Hilfe in Anspruch genommen hat, obwohl es ja da gewesen wäre. Man hätte sich Hilfe holen können. Ja, man hat es aber nicht. Also besonders an Neid ist ja auch hier, dass es eben nicht selbst verschuldet ist, sondern dass diese Diskrepanz zwischen mir und der anderen Person, auf die ich neidisch bin, halt auf Tatsachen beruht, für die ich nichts kann. Ansonsten würde ich auch Ärger empfinden. Ja, dann würde ich mich vielleicht eher darüber ärgern, dass ich nicht alle meine Anstrengungen da reingeworfen habe in die Waagschale, um irgendwie auch dieses Ziel zu erreichen. Und das führt ja leider bei Neid dann dazu, dass man sich eher als Opfer sieht und weniger als Handelnder oder Akteur. Gleichzeitig muss man aber sagen, gibt es sehr wohl einen Aspekt, den ich ja auch selber ändern kann, nämlich halt meine Perspektive. Wie wichtig ist mir das Ganze? Und dadurch kann man dann auch Neid sehr gut regulieren. Ja, da dann hier zum Beispiel sich vor Augen zu führen, okay, oder eben die Situation nicht mehr zu sehen unter dem Gesichtspunkt, ich bin da Opfer, sondern unter dem Gesichtspunkt, ich habe halt andere Prioritäten gesetzt. Jetzt klang es ein bisschen so, als würdest du aus der heutigen Perspektive diese Schuldzuschreibung teilweise auch ein bisschen anders sehen. Ja. Ich sehe es dahin anders, dass ich selber dafür verantwortlich bin, was ich tun, was ich mache. Ja? Die anderen Leute mussten sich ja auch gewisse Dinge erarbeiten, erkämpfen, wie auch immer. Das haben die auch nicht alles mit dem Fingerschnips gemacht. Ich meine, nur weil ich die Fähigkeit nicht hatte, heißt ja nicht, dass die anderen sich das nicht verdient haben, oder? Wir hatten die einfach eine andere Form von Unterstützung. Ja, vielleicht brauchten auch viele die Unterstützung auch gar nicht so. Vieles liegt vielleicht auch am familiären Umfeld, was bei mir relativ schwierig war damals. Und ja, ich mir da nicht zu helfen wusste auch. Das, dass ich halt immer versucht habe, alles mit mir selbst auszumachen und Lösungen zu finden, konnte ich mir keine Hilfe suchen. Das ging irgendwie nicht. Und andere Leute hatten da andere Wege und Mittel, ja. Ja, dann hier jetzt noch ein weiterer Punkt, ein weiterer Gedanke, der Neid mit ausmacht. Zusätzlich zu dem, ich sehe, die anderen haben was, das habe ich nicht. Und da habe ich gerade das Gefühl, das kann ich auch nicht erreichen. Ist dann, dass ich denke, das, was die anderen da haben, das haben die sich auch verdient. Das haben die geschafft. Im Vergleich zu mir, der das eben nicht geschafft hat. Und das fühlt sich doof an. Das fühlt sich doof an. Was Nico dann aber schon macht, um sich ein bisschen besser fühlen zu können, und das ist auch eine ganz schlaue Technik, ist darüber nachzudenken, welche Rahmenbedingungen die anderen hatten, um das Ziel auch erreichen zu können. Und klar, das Ziel von denen, was sie erreicht haben, das war auch, wie du schon meintest, selbst verdient. Aber vielleicht hatten sie das bessere soziale Umfeld. Vielleicht hatten sie einfach mehr Unterstützung.
Und dadurch, dass man daran erinnert wird oder sich selbst daran erinnert, kann man auch ein bisschen besser damit umgehen. Man wird immer noch neidisch sein, aber zumindest ist das eigene Selbstwertgefühl dann nicht so gefährdet. Mhm. Und gleichzeitig ist es dann ja auch viel leichter zu sagen, okay, ich sollte mir diese Rahmenbedingungen auch holen. Ich sollte vielleicht dann auch mal aktiv Hilfe suchen. Ja, also welche Bausteine haben dazu geführt, dass vielleicht die anderen auch einfach an einem anderen Punkt gestartet sind als ich? Und welche von diesen Bausteinen kann ich mir vielleicht auch irgendwie reinholen? Sei es jetzt dadurch irgendwie halt schulische Unterstützung oder was auch immer. Es kommt ja ganz auf das Beispiel an. Man stuft sich ab, ja. Auf welchen Ebenen hast du dich abgestuft damals? Dass ich weniger wert bin wie die anderen, weil ich schlechtere Noten in der Schule hatte. Ja, dass ich allgemein nicht so viel wert bin als Mensch, weil man ja trotzdem in einer Leistungsgesellschaft lebt und das ja auch großen Stellenwert hat. Ja, und du hast vorhin auch schon gesagt, naja, es gab auch in der Klasse schon andere, die auch nicht so mitgekommen sind. Konntest du dich mit denen vergleichen? Eher wenige. Die habe ich ausgeblendet. Ich war nur auf mein eigenes Ding fokussiert. Jetzt im Nachhinein betrachtet, ja, würde ich mich schon mit den anderen vergleichen. Aber damals habe ich das überhaupt nicht für wahrgenommen auch, ja. Weil es geht schließlich um mich und nicht um die anderen. Ja, hier jetzt nochmal ganz deutlich, warum fühlt Neid sich schlecht an? Weil es auf den eigenen Selbstwert drückt. Weil man diesen Unterschied zu den anderen wahrnimmt, weil die was haben, das habe ich nicht. Und das fühlt sich schlecht an. Und das geht vielleicht so weit, dass man sich sogar als Mensch weniger wert fühlt, so wie er das hier beschreibt. Und das kann ja einerseits sein, okay, bei ihm ist es nochmal ein bisschen schwieriger, weil es quasi auch um Fähigkeiten geht, die er da vermeintlich nicht hat. Aber dann genauso kann das natürlich auch für irgendwas Materielles gelten, irgendeinen Besitz, den jemand hat, den ich nicht habe. Genau, und wie fühlt man sich dann besser? Eine Möglichkeit hatten wir eben schon angesprochen, einfach auch die eigenen Stärken besser wahrnehmen. Die andere Möglichkeit, die Nico auch damals schon versucht hat, aber die ihm damals noch nicht so gut gelang, nicht immer nur nach oben schauen, sondern auch mal in die andere Richtung blicken. Und dann fällt einem auf, dass man gar nicht so schlecht ist, wie man das immer denkt. Und ja, es ist schwer. Ja, man muss vielleicht auch manchmal auf Distanz gehen oder mit anderen darüber reden. Aber es kann sehr wohl helfen, sich bei schlechten Erfahrungen dann doch danach besser zu fühlen. Doch wie kann das dir bei deinem Umgang mit Neid helfen? Frag dich mal, ob die Sache, auf die du neidisch bist, für dich in deinem Leben wirklich so wichtig ist. Vielleicht stellst du dann fest, dass du eigentlich ganz andere Ziele hast. Frag dich auch, unter welchen Bedingungen du den Unterschied zu der anderen Person vielleicht doch ausgleichen könntest. Wenn du hier Möglichkeiten entdeckst, kann aus dem Gefühl der Unfähigkeit auch ein positives Gefühl der Herausforderung werden. Bist du der Meinung, dass du selbst nicht schuld daran bist, dass du weniger hast oder weniger kannst als eine andere Person, sondern dass einfach irgendwie der so zugefallen ist? Das ist bei Neid normal. Statt dich aber in so eine Opferrolle zu setzen, kannst du dich auch als eine Person sehen, die eben ihren eigenen Weg geht. Vielleicht hast du im Leben bewusst andere Prioritäten und andere Ziele gesetzt. Du kannst auch überlegen, ob die andere Person ihre Leistung wirklich verdient hat. Hatte sie vielleicht viel mehr Unterstützung als du? Und fast am wichtigsten, mach dir auch deine eigenen Stärken, Leistungen, Fähigkeiten und Verdienste bewusst. Denn Neid nagt am Selbstwert. Versuch auch, dich nicht nur mit denen zu vergleichen, die mehr haben, besser sind, sondern schau auch mal in die andere Richtung. Auch das kann dazu führen, dass du deine eigenen Stärken wieder klarer siehst. Worauf können andere vielleicht bei dir neidisch sein? Also anstrengend ja, aber er scheint ja auch irgendwie glücklich damit zu sein, dass er jetzt einen anderen Blick darauf hat. Ja, also manche von den Fragen waren schon echt schwer zu beantworten, sind einfach super schwer zu beantworten. Aber ich hatte den Eindruck, Miku ist da mit ein paar ganz guten Ideen rausgegangen. Wie ist denn da jetzt zu der heutige Stand? Gibt es diese Neidgefühle noch? Ja, aber bei weitem nicht mehr so ausgeprägt. Also ich denke, Neid ist auch durchwegs normal in einem gewissen Rahmen. Es kann einen auch antreiben, sag ich mal. Aber das muss in einem gesunden Bereich sein. Also wenn man zu viel neidisch ist, kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Aber so in einem gesunden Maß ist das, denke ich, ganz in Ordnung. Und was hat dazu geführt, dass es weniger ist als früher? Die Abfindung auch, dass ich so bin, wie ich bin. Und dass ich nicht alles zu 100% beeinflussen kann, sondern auch nur in einem gewissen Rahmen. Akzeptanz. Akzeptanz ist eigentlich das meiste, was mich dazu gebracht hat. Ja, ja, das Stichwort Akzeptanz passt ja eigentlich ziemlich gut viele von den Sachen zusammen, über die wir vorher schon gesprochen haben. Das letztlich einfach sich abfinden quasi mit dem, was ich habe und nicht einfach nur dem nachtrauern, was ich eben nicht habe.
und dass man gleichzeitig aber zumindest so ein bisschen Neid vielleicht auch benutzen kann, um so einen Antreiber, so einen Motivator zu haben, um irgendwie was ich noch nicht habe, auch weiter zu verfolgen und sich nicht einfach nur auszuruhen auf dem, was ich schon habe. Genau. Und wenn ihr jetzt vielleicht ein Thema habt, bei dem ihr neidisch wart, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und noch viel wichtiger, wenn ihr uns dabei helfen wollt, dass wir nicht so neidisch sind auf die ganzen anderen erfolgreichen YouTuber, dann liked unsere Videos, folgt uns auf YouTube, Instagram und TikTok. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao. Wir waren in Bayreuth. Mhm. Okay. Hey, wir sind... und er hatte auch nicht... Er ist ja auch total natürlich. Ja. Ich kann halt nicht weiterreden. Nee.